Was für viele von uns heute längst zum Alltag geworden ist, begann oft mit einer visionären Idee, einer Menge Mut und einem verrückten Prototyp. In diesem Video haben wir für euch 8 historische Werke, die für immer die Welt veränderten. Es erwarten euch ein Aufputschmittel für Piloten, das es heutzutage in jedem Supermarkt zu kaufen gibt, ein Buch, das den Verlauf der Weltgeschichte maßgeblich beeinflusst hat, und es ist nicht die Bibel, und eine visionäre Idee aus der jüngsten Vergangenheit, die vielleicht maßgeblich unsere Zukunft beeinflussen könnte. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, welches Produkt eure Welt völlig verändert hat. Wir sind gespannt. Beginnen wir unsere Liste mit einer Erfindung, die die Gastronomie für immer veränderte. Dazu gehen wir zurück in die USA der 40er Jahre. Damals hatten 2 Brüder namens Maurice und Richard ein kleines, mäßig erfolgreiches Restaurant. Als sie sich überlegten, wie sie ihr Geschäft auf ein neues Level bringen könnten, hatten sie dann einen bahnbrechenden Einfall, der die Welt bis heute verändern sollte. Die Brüder, die mit Nachnamen übrigens McDonald hießen, kamen nämlich auf die Idee des Fastfood-Restaurants. Sie wollten also ein Restaurant eröffnen, in dem die Mahlzeiten in Minutenschnelle serviert werden können. Dazu dachten sie sich ein geniales Konzept aus, das alle Prozesse der Essenszubereitung in einem effizienten und cleveren System kombinierte und legten damit den Grundstein der Systemgastronomie. Sie arbeiteten ihr Konzept immer weiter aus und landeten mit ihrem Drive-In-Schalter und dem ersten Vorgänger des Happy Meals weitere wichtige Erfolge für ihren aufstrebenden Betrieb. Die Bekanntheit wuchs und lockte natürlich auch die Konkurrenz an. Viele Nachahmer wollten sich ein Bild von dem Erfolgskonzept der Brüder machen, was diese schnell dazu veranlasste, Franchise-Lizenzen zu verkaufen. Mit immer mehr gut laufenden Filialen entschlossen sich die Brüder McDonald, ihr Unternehmen zu verkaufen und wollten sich mit dem Geld anschließend zur Ruhe setzen. Für 2,7 Millionen Dollar kaufte der clevere Geschäftsmann Ray Kroc den Brüdern ihr florierendes Unternehmen ab. Er eröffnete Restaurants rund um den Globus und machte McDonald's zur größten Fastfood-Kette der Welt und zum Vorreiter für Dutzende weitere Ketten. Fahren wir fort mit einem Videospiel aus dem Jahr 1996, das eine komplett neue Spielerfahrung schuf und den Weg bereitete für aktuelle Spiele wie Fortnite. Die Rede ist von Meridian 59. Dieses Spiel wird den meisten wahrscheinlich kein Begriff sein, es ist jedoch das erste Massen-Mehrspieler-Online-Game in einer dreidimensionalen Welt gewesen. 150 bis 180 Spieler konnten gleichzeitig spielen und in der noch sehr jungen Internetgemeinde verbreitete sich das Rollenspiel sehr schnell. Leider blieben die großen kommerziellen Erfolge für den Spielehersteller 3DO aus und auch das Konsolenprojekt der Firma scheiterte, wodurch sie im Jahr 2003 Insolvenz anmelden mussten. Meridian 59 konnte sich jedoch bis heute eine kleine, treue Fangemeinschaft erhalten und so verschwand es nie komplett. Seit 2012 ist es sogar ein Open-Source-Spiel geworden und somit für jeden frei spielbar. Die nächste historische Errungenschaft stammt aus Japan und kam in den 80er Jahren zu weltweitem Erfolg. Die Rede ist nicht von Animes und auch nicht von Sushi. Es handelt sich nämlich um Energy Drinks. Ursprünglich waren die taurinhaltigen Getränke nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, um die Sehfähigkeit und Konzentration von Piloten zu erhöhen. Doch kurzerhand kamen die aufputschenden Drinks im nahen asiatischen Raum in Mode und wurden Ende der 80er Jahre schließlich auch in Europa und dem Rest der Welt durch die Marke Red Bull bekannt gemacht. Heute ist das weltweite Angebot kaum noch zu überblicken und was als militärisches Experiment anfing, ist mittlerweile zu einer riesigen Industrie gewachsen. Red Bull erwirtschaftete im Jahr 2020 sogar einen weltweiten Umsatz von rund 6,3 Milliarden Euro. Weiter geht es mit einem historischen Werk aus unserer Zeitepoche, das vielleicht in der Lage ist, die Finanzwelt und auch die Welt im Allgemeinen völlig zu verändern. Weiterhin ranken sich viele Mythen um den Schöpfer dieses Werkes. Sein Name ist Satoshi Nakamoto und er gilt als der Erfinder des Bitcoin. Kurz nach der großen Finanzkrise im Jahr 2008 wurde in einem White Paper das Konzept von Bitcoin vorgeschlagen. Der anonyme Autor, der nur unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlichte, beschrieb in dem Paper seinen Unmut über das Bankensystem, das seiner Meinung nach als Mittelsmann für Geldtransfers nicht mehr das nötige Vertrauen aufweisen konnte. Die Lösung dieses Problems sah er in seinem Konzept von Bitcoin. Ein Transaktionssystem von digitalem Bargeld mit Hilfe von Blockchain-Technologie, durch das keine zentralen Stellen wie Banken mehr nötig sind, um Geld zu verschicken.
Das Bitcoin-Netzwerk entstand also am 3. Januar 2009 mit der Schöpfung der ersten 50 Bitcoin. Damals konnte man noch mit einem Dollar 13 Bitcoins kaufen, welche heute einen Wert von ungefähr 430.000 Euro hätten. Mittlerweile haben sogar Staaten wie El Salvador Bitcoin als reguläres Zahlungsmittel akzeptiert und investieren selbst in das sogenannte digitale Gold. Wer Satoshi Nakamoto wirklich ist und was er zu dem Erfolg seiner digitalen Währung zu sagen hat, bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel. Kommen wir nun zu einem Werk, das über Generationen hinweg die weltweite Fernsehlandschaft prägte. Dieses bahnbrechende Konzept startete mit einer unschuldigen Idee und artete über Jahre in immer bizarrere Formen aus. Es geht um die erste Gameshow, die jemals im Fernsehen übertragen wurde. Unschuldig war die Idee in dem Sinne, dass es sich bei der ersten Gameshow im Jahr 1938 schlicht und einfach um einen Buchstabierwettbewerb zwischen einem amerikanischen und einem britischen Team handelte. Etwas mehr zur Sache ging es dann in der ersten wirklichen Gameshow Truth or Consequences, die am 31. Dezember 1956 das erste Mal ausgestrahlt wurde. In dieser Show mussten die Teilnehmer willkürlich gestellte Fragen möglichst schnell und ehrlich beantworten oder sich den Konsequenzen stellen, bei denen sie der Moderator Bob Barker dann zu scherzhaften Aktionen wie einem Tanz bewegte. Wie wir alle wissen, blieb es jedoch nicht bei solch unschuldigen Konzepten. Über die Jahre nahm die Idee der Gameshow immer verrücktere Ausmaße an und weltweit überboten sich die Sender mit ihren bizarren Spielshows. Allen voran das Land Japan setzte hier immer wieder neue Maßstäbe an absurden Ideen. Als nächstes kommen wir zu einem der wohl wichtigsten Bücher aller Zeiten. Napoleon soll dieses Werk verinnerlicht haben, Vietcong-Offiziere konnten es auswendig und es ist eine Pflichtlektüre sowohl für japanische Manager, für CIA-Mitarbeiter und sogar für brasilianische Profifußballer. Dieses mehr als 2500 Jahre alte Werk hat den Titel historisch also wirklich verdient und hat das Weltgeschehen bis zum heutigen Tage maßgeblich beeinflusst. Die Rede ist von dem Buch Die Kunst des Krieges von dem chinesischen General und Militärstrategen Sun Tzu. In dem Buch beschreibt er 13 wichtige Aspekte der Kriegsführung und legt zu jedem dieser Punkte Strategien und Lehren dar, die den größtmöglichen Erfolg im Kampf gegen den Feind bringen sollen. Oberstes Ziel ist es laut Sun Tzu, den Gegner ohne Kampf zu unterwerfen, durch eine sorgfältige Analyse der Lage, durch Täuschung und strategische Nutzung von Vorteilen. Doch auch für den Kampf selbst bot das relativ kurze Buch ein sehr umfassendes Verständnis der Kriegsführung. Heute ist es vor allem in der Wirtschaft immer noch sehr beliebt, da viele Lehren sich metaphorisch auf die hart umkämpfte Geschäftswelt anwenden lassen. Kommen wir als nächstes zu einem historischen Werk, das gleich aus zwei Gründen von enormer Bedeutung ist. Erstens legte es den Grundstein für den modernen Computer, wie wir ihn heute kennen, und zweitens war es das allererste Produkt der heutzutage größten Firma der Welt. Die Rede ist von dem ersten Apple-Computer, dem Apple One, der im Jahr 1976 von Steve Wozniak und Steve Jobs per Hand gebaut wurde. Das Gehäuse hatten die Apple-Gründer damals nur aus Holz gefertigt, in das sie dann den Namen ihrer Firma graviert hatten. Außerdem bestand der Computer aus einer Halterung für kleine Monitore und einer sehr rudimentären Tastatur. Trotz des simplen Designs war der Apple One ein absoluter Meilenstein und so ziemlich der erste massentaugliche Personal-Computer der Welt. Auf Grundlage dieser Innovation ist Apple außerdem bis heute das wohl bedeutendste Unternehmen unserer Zeit und Steve Jobs nach wie vor einer der wichtigsten Männer des 20. und 21. Jahrhunderts. Somit hat sich der Apple One seinen Platz auf dieser Liste redlich verdient. Bevor wir nun zum letzten historischen Werk kommen, haben wir jetzt noch eine nennenswerte Erwähnung für euch, die zwar nicht direkt ein historisches Werk ist, aber dennoch die Menschheitsgeschichte sehr prägte und hinter der eine absolut verrückte Geschichte steckt. Und zwar geht es um die Substanz LSD und ihre Entdeckung. Entdeckt wurde sie erstmals vom Schweizer Chemiker Albert Hofmann im Jahr 1938 bei seiner Forschung an einem Getreidepilz. Mit den gewonnenen Substanzen aus dem Pilz stellte er dabei auch die sogenannte Verbindung Lysergsäure-Diethylamid her, kurz LSD. Bei seinen Versuchen an Tieren konnte er jedoch keine sonderlichen Wirkungen feststellen, doch eines Tages nahm er eine geringe Menge der Substanz versehentlich über die Haut auf und bemerkte eine berauschende Wirkung.
In einem neugierigen Selbstversuch nahm er dann eine Menge von 250 Mikrogramm zu sich, was für die damalige Zeit ein sehr geringer Dosierungsansatz war. Doch was dann folgte, hatte der seriöse Wissenschaftler wohl nicht erwartet. Er schaffte es gerade noch auf sein Fahrrad und den Heimweg, als die Substanz ihre volle Wirkung entfaltete. Mit heftigen Halluzinationen kam der geschockte Hoffmann zu Hause an und kontaktierte sofort einen Arzt. Dieser nahm jedoch bis auf einen erhöhten Puls keine sonderlichen Effekte wahr. Nach seinem Horrortrip forschte Hoffmann weiter an der neu entdeckten Substanz und testete noch geringere Dosen. LSD kam dann im Jahr 1949 als Medikament namens Delusid für psychisch kranke Patienten auf den Markt, fand jedoch auch seinen Weg in die Hippie-Kultur der 60er Jahre und wurde zu einer der meistkonsumierten Substanzen dieser Zeit, ist heutzutage aber natürlich illegal. Zu guter Letzt kommen wir zu diesem historischen Werk der Filmgeschichte, das seinerzeit einen riesigen Skandal auslöste und den Weg ebnete für eine Milliardenindustrie. Der erste Erwachsenenfilm. Le Coucher de la Mariée, was übersetzt die Schlafenszeit der Braut bedeutet, war ein Film aus dem Jahr 1896. Zu sehen ist in dem Film, wie sich eine Frau vor laufender Kamera im selben Raum mit einem Mann ihrer Kleidung entledigte. Die christlich geprägte Bevölkerung war empört, dass so etwas Privates für alle zu sehen auf einer Leinwand gezeigt wurde. Doch die Liebhaber dieses Filmgenres wurden ebenfalls geboren. Und so entwickelte sich die Erotikfilmbranche stetig weiter. Es folgte sogar die Vorführung in speziellen Erwachsenenkinos bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit der Verbreitung von Videokassetten, DVDs und schließlich Streamingportalen waren dem Vormarsch der Erotikfilmchen keine Grenzen mehr gesetzt. Heutzutage verzeichnet die Industrie rund 20 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Und das war's auch schon mit unserem Video und historischen Werken, die die Welt veränderten. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches dieser Werke ihr am beeindruckendsten fandet und liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.